Ja, servus, servus, servus. Thema Immobilienkrise. Tja, die Immobilienkrise weitet sich aus. Was denkst du darüber? Also ich kann dir nur sagen, ja, ich glaube schon, dass der Immobilienmarkt sozusagen ganz besonders wird und dass die Preise sicherlich auch ein großes Problem werden. Aber wir schauen mal, was so die Zeit bringt. So, Immobilienkrise, Immobilienkrise. So, Immobilienkrise, die Wirklichkeit. Ja, was glaubst du denn? Gibt es wirklich eine Immobilienkrise? Ich glaube, es gibt schon eine Immobilienkrise. Und ich bereite jetzt hier gerade mein YouTube-Video vor. Da geht es tatsächlich darum, ja, gibt es denn wirklich eine Immobilienkrise oder ist es tatsächlich so, dass das alles nur Show ist? Weil der eine oder andere von euch wird schon mitbekommen haben, die Verkäufe gehen im Grunde genommen zurück. Aber wer sagt denn, dass die Immobilienkäufe zurückgehen? Im Grunde genommen die, die keine Immobilien kaufen. Oder die, die Immobilien verkaufen? Das ist die große Frage. Und ich glaube, im Grunde genommen gibt es zwei Hauptprobleme. Das eine Hauptproblem ist im Grunde genommen unser Einkommen. Also das Einkommen ist im Grunde genommen, wenn man mal das so von einer Seite sieht, im Grunde genommen zu niedrig, um sich so eine teure Immobilie zu kaufen. Man könnte auch sagen, ja, die Zinsen sind eigentlich so hoch. Ja. Aber das Durchschnittseinkommen von uns ist im Grunde genommen zu niedrig im Vergleich zu den Zinsen, um jetzt dann noch ja, eine Immobilie zu kaufen. So, Durchschnittseinkommen. Genau, das ist das große Problem. Das zweite Problem, was wir haben sozusagen, sind im Grunde genommen die Zinsen. Ne? Also die Zinsen sind zu hoch, weil wenn du dir vorstellst, dass wir sozusagen 3,5-4% Zinsen haben, dann ja, brauchen wir noch ein bisschen Tilgung. Ne? Und wenn wir da vielleicht noch 2% oben rauf rechnen, dann haben wir ja schon 6, 6,5. Hört sich jetzt erstmal viel, 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 viel an, weil ja, wir haben ja gerade erst wenig Zinsen gehabt. Aber ich komme aus der Zeit, ja, ihr seht es ja hier, früher hatte ich übrigens Locken, komme aus der Zeit, da gab es Tatsache zwischen 12 und 14% Zinsen. Also, boah, Wahnsinn. Aber das ist auch schon lange her. Also gefühlt halt 1000 Jahre her. Aber trotzdem ist es so, dass im Vergleich zum Einkommen eben einfach die Zinsen zu hoch sind, dass sich jeder jetzt sein Eigenheim leisten kann. Und damit haben wir ein nächstes Problem, weil nämlich die Zinsen hoch sind und ja, die ja, Zinsen hoch sind, sozusagen, sagte ich schon. Ist es so, dass viele Bauträger einfach einen Haken gemacht haben? Also, die bauen nicht mehr. Die haben komplett ihre Bautätigkeit zurückgezogen. Und so stand es, glaube ich, letzte Woche erst in der Zeitung: Vonovia, hier große Baugesellschaft, ja, hat erstmal Stopp gemacht. Und ja, 3.000 oder 4.000 Wohnungen werden einfach mal nicht gebaut. Ja, das hilft uns aber nicht, weil wir brauchen ja trotzdem Mietwohnungen. Ne? Also, wenn wir keine Wohnung kaufen können, weil es zu teuer ist, weil unser Einkommen nicht reicht, die Zinsen zu hoch sind, brauchen wir irgendwo trotzdem Wohnraum. So, also spätestens Mietwohnraum. Wenn zu wenig Mietwohnungen da sind, tja, was machen wir da? Also, das ist ja im Grunde genommen der dritte Grund. Also Durchschnittseinkommen zu hoch, Zinsen zu hoch und Baufortschritt, der steht einfach. Ne? Ja, und die andere Wirklichkeit, und das ist sehr fatal, nämlich die andere Wirklichkeit ist die, dadurch, dass eben einfach auch teilweise die Zinsen aus oder die Darlehen ausgelaufen sind, ja, was passiert denn da? Ja, also, wenn das Darlehen zu einem niedrigen Zinssatz ausläuft, nehmen wir mal an, du hast 1,5% gehabt, 2% Tilgung und hast mit Zins und Tilgung eine monatliche Belastung gehabt von, sagen wir mal, 600 Euro. So, und schwuppdiwupp, ja, wubbeliwupp, steigen die Zinsen auf 4,5%. Was passiert? Genau, du kannst dir im Grunde genommen die Nachfinanzierung nicht mehr leisten. Und jetzt wird es schwierig.
Weil wenn du dir die Nachfinanzierung nicht mehr leisten kannst, ja, was musst du machen? Die Immobilie verkaufen. Wie willst du die Immobilie verkaufen? Natürlich zum besten Preis, auch logisch. Aber wenn es den Preis gerade nicht, wenn der Markt den Preis nicht hergibt, was passiert denn? Tja, dann bleibst du auf deiner Immobilie sitzen. Im schlechtesten Fall wird dir der Kredit um die Ohren gehauen und im allerschlechtesten Fall, ja, führt es zur Zwangsversteigerung und dann hast du gar nichts mehr gewonnen, hängst auf der Straße, brauchst eigentlich wieder eine Wohnung, weil du irgendwo wohnen musst, dadurch, dass aber leider ja nicht mehr Wohnungen gebaut werden, das heißt also, ein Mangel alleine schon da ist, was passiert? Ja, doof. Also wir bewegen uns gerade in einer total blöden Schleife, um es mal so zu sagen. Aber meine Meinung ist, ja, also wenn du die hören möchtest, meine Meinung ist, wir haben uns das natürlich alles selber eingebrockt. Und im Grunde genommen ist es halt Marktwirtschaft, die, die uns sozusagen ja jetzt einen Strick durchzieht. Denn ja, weil ohne Wohnraum, was machen wir da? Da ist also, es gäbe die einzige Lösung, auf die es sozusagen hinführt, ist, dass wir uns vom Wohnraum verkleinern. Ja? Also kannst du mir gerne mal ein Herzchen geben. Vielleicht hast du auch eine Idee oder kommentierst gerne mal, wie du möchtest. Also wir waren beim Durchschnittseinkommen, reicht nicht, um eine Wohnung zu kaufen. Zinsen sind zu hoch, Baufortschritt, Bau ist teilweise gestoppt, weil die Kosten zu hoch sind, weil die Materialien fehlen. Und die Nachfinanzierung, die hängt bei einigen auch. Das heißt, Folge ist Zwangsversteigerung. Also das Ziel könnte sein, sozusagen, dass wir uns verkleinern müssen. Und ich hatte in einem meiner YouTube-Videos schon mal ein Video gemacht über Mikro-Apartments. Und Mikro-Apartments, und das hört sich vielleicht komisch an, es sind also 25 Quadratmeter Butzen, hätte ich fast gesagt. Ja, da ist eine Küche, da ist ein Bad, da ist also ein Duschbad, eine kleine Pantry-Küche, eine Couch, eine Schlafcouch. Und das war's. Ja, vielleicht hast du noch einen Schreibtisch drin, einen kleinen Schrank. Und das ist im Grunde genommen, wenn du so willst, ja, das könnte die Zukunft sein. Also wir haben das natürlich schon in vielen Bereichen, gerade so im studentischen Wohnen, ja, ohne Frage. Aber vielleicht ist es auch die Zukunft für ältere Herrschaften. Ja, oder wie Menschen wie mich, ja, die eben dann nicht mehr auf gefühlten 500 Quadratmeter wohnen können, also wohne ich natürlich nicht, aber die einfach sozusagen, ja, weniger Platz haben. Und ich kann euch sagen, es gab mal, ich habe mal was gesehen aus Asien, da ist Tatsache so, da gibt es so Übernachtungsröhren, ja, also da hast du keine, wie soll ich sagen, da hast du keine Wohnung mehr an sich, sondern du gehst da hin, ja, gibst deine kompletten Bekleidungssachen ab, bekommst einen Bademantel, darfst dann irgendwo in die Gemeinschaftsdusche, wenn du Lust hast und Zeit hast, duschen. Und wenn du dann noch Muße hast, dann kannst du dich in so eine Röhre legen mit einem Anschluss fürs Handy, bla bla bla. Und da verbringst du dann die Nacht, da kannst du dann schlafen. Morgen stehst du auf, ja, Zähne putzen im Gemeinschaftsbad, holst deine ganzen Klamotten wieder ab und dann zack. Okay, jetzt könntest du sagen, Asien, China, sozialistischer Staat, da weht natürlich der Wind etwas anders wie hier. Aber ja, es könnte Tatsache sein, dass Mikro-Apartments ein großes Thema werden. Und wir haben noch eine Schwierigkeit. Dadurch, dass wir natürlich das eine keine Nachfinanzierung mehr bekommen, weil sie vielleicht auch zu wenig Einkommen haben und das Darlehen im Grunde genommen viel, viel zu hoch ist, dass, was soll ich dir sagen, dass immer mehr Menschen auf der Straße hängen. Und das ist natürlich Käse. Ja. Wir können ja nicht alle auffangen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir alle mit Bürgergeld jeden da irgendwie finanzieren sollen. Ja, dann könnte man sich mal fragen, okay, vielleicht kann man mal darüber nachdenken, dass unser Verwaltungsapparat mal ein bisschen schrumpft. Ja, und nicht immer weiter aufgebläht. Ja. Wäre eine Maßnahme, um wieder ein bisschen Geld freizumachen. Also ich sehe da schon eine Schwierigkeit und ich sehe schon, dass wir so Richtung Krise schütteln. Jetzt könnte man sagen, okay, alles klar, nach einem Tief kommt natürlich immer wieder ein Hoch. Ja, ja, aber wer will schon ins Tief? Ja, also es ist schwierig und wir haben natürlich nicht nur die Einkommenszinsen, Baufortschritt, Nachfinanzierung und die Lösung als Mikroapartments. Wir haben im Grunde genommen auch das Problem der Abhängigkeiten. Ja. Und ich habe zu meiner Perle mal gesagt, wir haben zwei Probleme. Einmal, es ist Energie, also Strom. Und das zweite ist Wasser.
Gut, dass da diese Carola dazwischen kam, ist immer eine andere Geschichte. Aber ja, jetzt sind wir bei der Energie. Ja, also wir sind abhängig vom Strom. Bedeutet, wenn wir keinen Strom haben, ja, dann können wir hier nicht schön zoomen, können wir nicht surfen, können wir nicht am Handy, können auch nicht unsere Bankgeschäfte machen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also du kommst ja nicht mal mehr an deinen Automaten, an den Geldautomaten ran, wenn der Strom ausfällt. So, und jetzt will ich nur mal Folgendes sagen. Finde den Fehler. Ja, und für alle die, die sozusagen ganz tolle Technik haben, um ihr Haus zu überwachen, ihre Wohnung zu überwachen, die Garage, dass die Tür elektronisch öffnen und. Alles toll, ohne Frage. Aber ohne Strom kommst du nicht rein, oder? Also gerne mal einen kleinen Like für den Tipp. Denn im Grunde genommen ist es so, dass wir, oder ein Herzchen, weil im Grunde genommen ist es so, dass wir wirklich abhängig sind vom Strom. Ja? Und ja klar, die Bankautomaten funktionieren nicht und. Das Handy funktioniert nicht, weil wir keinen Strom haben. Tja, was machen wir denn da? Also, wo ist die Lösung? Ich muss sagen, ich sehe keine Lösung. Ja, und selbst wenn wir hier eben irgendwelche wiederverwendbare Energien oder was der Fuchs, was man hier alles so machen kann. Ja, was machen wir denn, wenn die Solarzellen nicht mehr funktionieren? Ja, dann kommen wir ja auch nicht zum Strom. Ja, wenn irgendwas kaputt ist und wir können sozusagen, weiß nicht, das Kabel kann nicht geliefert werden, was wir ja teilweise jetzt schon haben. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, wenn, und das ist meine Theorie, und da will ich jetzt hier auch kein Verschwörer oder wie auch immer sein, aber nur mal dein Gehirn eingeschaltet, ja, ohne Strom und ohne Wasser sind wir am Arsch. Da brauchen wir kein Haus, keine Immobilie, nichts, null. Da sind wir einfach geplatzt, auf Deutsch gesagt. Ja. Und gerade auch Wasser, ich rede nicht davon, mal aufs Klo zu gehen, die Spüle zu bedienen, sondern hier, Trinkwasser. Also Wasser zum Trinken. Ja. Da, das ist wichtig. Ja. Und Grundwasser ist jetzt auch nicht so sauber. Gut, vielleicht wohnst du am Berg und hast da irgendwie Wasser, was da runterkommt, aber auch das, was von oben runterrieselt, ist ja auch alles dreckig. Also da werden wir uns auf jeden Fall nochmal auf die eine oder andere Sache einstellen können. Ja? Ohne, dass ich zu schwarz malen will. Also da haben wir sozusagen eins der großen Probleme. Und ich bin gespannt, wohin die Reise führt. Ja, vielleicht kannst du ja nochmal einen Kommentar schreiben, wenn du magst. Wie du es siehst, Immobilienkrise, die Wirklichkeit, gibt es wirklich eine Immobilienkrise oder ist halt nur Show, alles nur eine Luftnummer, ist alles nur dahergenommen und im Grunde genommen ist es gar nicht so. Vielleicht darf man auch nochmal unterscheiden, ne? Also es ist Tatsache so, es gibt ja Regionen, ja, da bekommst du ja noch Wohnraum, ja, weil da keiner hinziehen will. Ne? Warum will da keiner hinziehen? Auch ganz einfach, klar, weil da einfach keine Infrastruktur ist. Und jetzt frage ich dich mal so unter uns, wenn du irgendwo wohnst, dann möchtest du ja vielleicht einen Bäcker, einen Supermarkt, dann möchtest du vielleicht ein Bekleidungsgeschäft oder eine Autobahn oder irgendwie was in der Nähe haben, wo du schnell hinkommst und wo du vor allen Dingen sozusagen einkaufen kannst. Ja, für die Kinder eine Schule, ja, eine Grundschule, eine Hochschule und weiß ich nicht, was da alles für Schulen gibt. Und wenn das nicht in der Nähe ist, ja, und alle müssen erstmal eine Stunde dahin fahren zu dem Ort, das will natürlich auch keiner, ja, oder zwei Stunden, ja, Stunde hin, Stunde zurück. Das ist die Herausforderung. Also, das heißt, auf dem Land, da gibt es durchaus noch Möglichkeiten und da gibt es durchaus noch Wohnraum, aber bekommen mal da die Menschen hin. Alles schon probiert, es ist eine Herausforderung. Also, das kann ich dir sagen. Tja, also, ich sehe schon, ihr habt hier ein bisschen kommentiert, ein bisschen geliked, ein bisschen Herzchen verteilt und danke, danke, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr hingehört habt und ja, folgt mir gerne für mehr. Schau auch gerne mal auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es noch mehr kostenlose Informationen rund um das Thema Immobilien und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine zauberhafte Zeit und vor allen Dingen bleib gesund und aufmerksam. Das soll es gewesen sein. Dein Immobilienmakler mit Herz. Ciao, 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 ciao.